Fans, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen... Was? Ich wollte husten, aber ich hab's runtergeschluckt. Digga! Übertrieben freshen Kanal, den ihr eigentlich schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Damit ihr wisst... Voilà, ganz Familie ist krank übrigens. Alle. Erst Emre war krank, er hat mich angesteckt. Ich habe jetzt meine Mutter angesteckt. Jetzt ist er wieder krank. Ich werde langsam wieder gesund. Das ist, Jani, super. Wir reagieren heute auf Erkenne den Sänger von Nahim Sky. Und ich freue mich darauf zu reagieren, Freunde. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter rum. Richtig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und gucken uns das an. Let's go. Wir drehen heute Erkenne den Sänger. Den Sänger? Jetzt wird's heiß. Das heißt, das ist quasi eure Folge heute. Boah, geil! Ich würde sagen, schauen wir gar nicht was rum, oder? Bruder, ich liebe Reezy, ne? Ich bin ein. Bruder, das ist mein favorite Rapper, ne? Du hörst ihn sehr oft, ja? Bruder, das ist mein favorite Rapper, Bruder. Ich bin gespannt, Bruder, ehrlich. Also, man kann hier schon mal sagen, sie hieß Nimka oder Naimka? Kauta. Kauta, genau. Kauta, ja. Kauta Music bei Rap La Rue. Ja. Sie ist auf jeden Fall eine Sängerin, ja. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt professionelle Sängerin ist, die schon unter Vertrag ist. Richtig. Es geht ja wahrscheinlich darum. Sie hat auf jeden Fall ein Outfit wie ein Star, muss man sagen. Ja, sehr gewagt. Sieht auch ein bisschen aus wie Loredana. Er sieht sehr standardmäßig aus, sagt aber jetzt erstmal nichts aus. Ne? Er sieht eher aus wie so der härtere Typ. Der sieht aus, als hätte er mit Michael Scofield zusammen ausgebrochen. Und sie so eher so rockig. Ich leg mich erstmal auf die beiden hier. Ja. So. Puh, alles Sänger hier. Was sagt ihr? Erster Eindruck? Ich sag dir ehrlich, wir wissen es nicht. Also jeder könnte potenziell Sänger sein. Okay, dann würde ich sagen, schaut mal gar nicht was rum, dann kannst du dich ja erst vorne rechts einmal bitte vorstellen. Ich bin gespannt, ja. Hi, ich bin Marius, ich bin 21 und ich bin vom Beruf her Jugendgesangslehrer für die unter 14-Jährigen. Aber wir suchen noch einen Sänger heute. Ich bin ja Gesangslehrer, also ich bin ja gleichzeitig auch Sänger. Aber verdienst du jetzt dein Geld, indem du anderen beibringst, wie sie singen, oder verdienst du Geld durch Singen? Wie ich anderen beibringe zu singen. Aber dann bist du ja kein Sänger, in meinen Augen. Naja, es hat ja schon was mit Gesang zu tun dafür. Es hat was mit Gesang zu tun, aber du bist ja kein Sänger. Dein Trainer ist ja auch kein Fußballspieler. Oh! 3-0, Bruder, 3-0, geh nach Hause, Knockout. Nahimski. Nahimski. Voilà. Erste 3 Minuten schon Spiel entschieden. So. Knockout. Nein, Respekt. Oder was sagt ihr? Ja, ich bin voll bei dir. Auf jeden Fall eine logische Schlussfolgerung. Hast du was vorbereitet? Kannst du uns was vorsingen? Ja, ich habe was vorbereitet, natürlich. Okay, dann bin ich gespannt. Okay. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Another lock feels like forever, but no one's ever touched that you forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? How is the question? But I forget, you don't expect an easy answer. When something's like a soul becomes intelligent, then photo up like paper dots and little notes. You can expect a bit of folks. And while you outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Okay. Ja, ist gut, ist gut. Singen kann er. Singen kann er auf jeden Fall. Sehr stark. Auf jeden Fall, singen kannst du gut, du hast eine gute Stimme. Aber die Frage ist, suchen wir jetzt wirklich einen Sänger, der hauptberuflich auch Musik macht? Ja, safe. Deswegen wird er für mich jetzt auch schon rausfallen. So. Ja, wie schade. Okay, aber hauptberuflich, das heißt, du musst mit Gesang, dadurch, dass du singst, dein Geld verdienen. Richtig. So, okay, haben wir das schon mal definiert hier. Okay. Das Ding ist, ja. Dann dank dir auf jeden Fall erstmal, dann würde ich vorschlagen, machen wir mit der nächsten einmal bitte weiter. Also an sich wissen wir, dass sie Sängerin ist, aber ich weiß nicht, ob sie damit schon Geld verdient. Ne? Das ist jetzt die Frage. Hallo, ich bin die Kauta, ich bin 22 Jahre alt und ich verdiene mein Geld mit der Musik seit knapp 7 Monaten. Ich mache auch TikTok nebenbei, aber es hat erst seit 7 Monaten so richtig gefruchtet mit der Mucke. Okay. Also ich verdiene nicht mit meiner Musik mein Haupteinkommen, sondern ich verkaufe Sample Packs von meinen Adlibs und dasselbe mache ich auch mit Hooks und Parts. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Ja? Bei TikTok oder wie? Nee, bei irgendeinem Produzenten oder so, glaube ich. Okay. Dass er so Vocal Sample Packs macht, das kann sein, aber ich bin mir jetzt gerade unsicher. Aber damit kann man auf jeden Fall auch Geld verdienen. Wie viel nimmst du für so ein Vocal Sample Pack, wenn ich fragen darf? Weil ich brauche ein paar Vocals.
Also das Ding ist, ich habe verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel auf Splice mache ich nur Adlibs. Und da kriege ich halt von den Credits Einnahmen. Mhm. Das bedeutet, die Leute bezahlen mit Credits Adlibs, machen daraus Songs. Ich weiß nicht, wie viele Songs schon mit meinen Adlibs gemacht wurden, aber davon kriege ich dann von Splice Einnahmen. Auf der anderen Seite habe ich noch so, was gibt's da? Ich habe Fiverr zum Beispiel, das ist so meine Hauptplattform für Hooks und Parts. Und da habe ich, also ich habe halt drei verschiedene Pakete. Einmal Hooks, ich habe Parts und ich habe Hook und Part. Part alleine nehme ich 150 Euro. Hook nehme ich 200 Euro. Voilà, stark, fleißig. Wenn das so stimmen sollte, dann stark. Ne? Ja. Also kommt authentisch. Ja. 400 Euro. Das macht auf jeden Fall Sinn, was ihr sagt. Weil Fiverr ist so eine Plattform, wo du so Vocal Takes und... Das hat wirklich Hand und Fuß alles. Genau, so Sachen und so kaufen kannst. Also. Mein Cousin, der ist Produzent und der kauft sich da immer ganz viel und hat dann zu mir gesagt, ey Kauter, du hast so eine Adlib-Stimme, deswegen wäre es voll dumm für mich, das nicht zu machen. Da habe ich angefangen und dann sind voll viele, also vor allen Dingen meine Sample Packs auf Splice sind halt voll abgegangen. Die haben sehr, sehr viele Leute gekauft. Die sind sogar auf dieser ersten Seite dann auch aufgetaucht. Also je mehr Verkäufe du hast, desto eher zieht Splice dich dann halt auch auf Seite 1, obviously, damit die auch mehr Leute einkaufen. Und dann habe ich angefangen mit Hooks. Also ich habe keine eigene Wohnung. Ich wohne noch bei meiner Mama. Ich habe kein Auto. Ich verdiene auf jeden Fall genug, um sonst nichts machen zu müssen zurzeit. Okay, krass. Hey, stabil. Interessant wäre aber, wenn die Adlibs oder die Vocals jetzt vielleicht hier einsingen, weißt du? Das wäre cool so. Ja, aber wie interessant das einfach ist. 100%. Und daran sieht man auch so, man muss nicht unbedingt selber einen kompletten Song machen können oder der krasseste Sänger sein oder was auch immer. Du kannst einfach, du musst kreativ sein selber. Du musst selber kreativ sein und selber einfach verschiedene Wege versuchen, um an Geld zu kommen, weißt du? Ja, Musik ist vielfältig. Ja, so. Und kannst du uns mal so eine Hook vorsingen? Ja, ich auf jeden Fall. Ich habe von Rihanna Stay. Ich kann es euch mal vorsingen. Not really sure how to feel about it. There's something in the way you move. It makes me feel like I can live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. I want you to stay. I want you to stay. Stopp. Nein. Weißt du? Nein, das ist extra. Yeah. Und nochmal lasse ich mich nicht reinfallen. Bei Dorian war das genauso. Also wäre ich jetzt ein Zuschauer, dann würde ich sagen so, nee. Nochmal lasse ich mich nicht reinfallen. Ganz wichtig. Reinfallen? Reinlegen. Aber nein, yeah. Bei Dorian war das Prinzip ja genauso. Und wir wissen, die kann viel mehr. Das war jetzt einfach nur so auf Schnelle so. Yeah. Kauter sind gut. Ich kenne Kauter aus TikTok. Ich habe dich auf TikTok schon gesehen. Dankeschön. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du das halt hauptberuflich machst. Du hast auch eine große Reichweite auf TikTok. Ja, mittlerweile schon. Wollen wir erstmal weiterhören, wer noch so, ja, würde ich auch was sagen. Die noch auf dem Kasten haben? Dann danke dir auf jeden Fall erstmal. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem nächsten Mal weiter. Iowa. Hi, Servus. Ich bin der Tizian, bin 23 Jahre alt, komme aus Freiburg, verdiene mit Musik tatsächlich mein Geld. Bist du bei irgendeinem Label oder so? Nein, nicht. Nee, bin ich nicht. Wieso hast du jetzt überlegt? Ja, hä? Es ist ein bisschen difficult, also ich muss ein bisschen chillen, was das anbelangt, tatsächlich. Nein, Bruder, der ist raus. Bruder, der fragt, bist du beim Label, der hat... Es ist kompliziert. It's a kind of difficult. Ja, ich muss ein bisschen chillen, it's Bruder. It's a little problem of Bruder, the system. Bruder, baba dich diese Filme. Sag einfach ja oder nein, Bruder. Auch so, er hat ja auch gesagt, ich verdiene tatsächlich mit der Musik mein Geld. Ja, ja. So, tatsächlich. Ja, ja, so, ja. So, jemand, der mit Musik sein Geld verdient, der sagt, ja, Bro, ich verdiene mit Musik mein Geld. Jo, tatsächlich. Ich lebe davon. Weißt du, was ich meine? Der ist raus. Weil es halt jetzt gerade noch in der Mache ist. Das ist halt einfach das Problem. Okay. Wie verdienst du Geld damit bis jetzt, bis dato? Quasi durch mein eigenes Musikstream, also quasi durch Spotify und so weiter, das weiß man ja Bescheid. Und halt durch Auftritte. Wo lädst du das hoch, deine Musik? Überall. Also da gibt es ja auf Record-Chat, kannst du ja auswählen, was du möchtest. Ich klicke auf alles und fertig ist. Also es wird einfach überall hochgeladen. Wie ist deine Wohnsituation, wenn ich fragen darf? Bist du irgendwie mit einer Freundin oder bei Familie? Oder? Also ich habe zwar eine Freundin, aber ich bin zu meiner Mutter zurückgezogen, um sie halt auch finanziell zu unterstützen tatsächlich. Das war eigentlich so dieser Background. Wie viel monatliche Hörer hast du bei Spotify? Das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren das 55.000 so. Nein, Bruder! Wenn du einen Künstler fragst, wie viele monatliche Hörer hast du, dann weißt du das, Bruder. Dann sagst du, ja, das letzte Mal, als ich geguckt habe, so, weißt du? Naja, guck mal.
So ein großer Rapper, zum Beispiel ein Reezy oder ein Farid oder was auch immer, da kann ich mir schon vorstellen, so, der kann dir schon sagen, ja, okay, als ich das letzte Mal geguckt habe, vor 3 Wochen, waren noch so und so viel. Aber ein Newcomer, hast du recht, ein Newcomer interessiert sich ja, ja dafür. Eben, der wird guckt das safe dauerhaft. Statistiken. Nee. Aber es ist tatsächlich nicht nur das. Also ich habe, wie gesagt, auch noch andere Sachen am Laufen. Also wie gesagt, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Wie gesagt, kann sein, dass er jetzt noch Songwriter ist und da und da noch Geld macht, aber ja, allein mit 55.000 monatlichen Hörern hältst du dich nicht über die Runden, nee. Ja, okay, ja, okay, auch ein guter Punkt. Ja. Oh. Ich kann lügen, ich kann die Wahrheit sagen, das kommt immer ganz drauf an, aber es ist auf jeden Fall so, 55.000, sowas mit dem Trill, natürlich Tendenz steigend. Ich verdiene aber nicht nur damit mein Geld, also das ist eigentlich nicht mal das Hauptding, woraus ich das Geld beziehe, weil eben du gefragt hast. Was ist dein Hauptding? Auftritte tatsächlich, jetzt dann dieses Jahr im Juni, Lanxess Arena. Lanxess Arena? Ja! Als Bruder! Quasi, oder halt zwischendrin mal reinspringen und so weiter, das ist halt eben die Sache. Als Vorgruppe, sagt er. Ja. Da verdient er keinen Cent. Ja, das eben. Das machen Rapper nicht. Ja. Die bezahlen sich nicht damit gegenseitig, sondern die tun sich damit einen gegenseitigen Gefallen. Wenn jetzt ein Reezy bei einem Farid auftritt, dann wird auch wahrscheinlich ein Farid bei einem Reezy auftreten. Das war ja bei Dardan so. Richtig, so als Biggie, Django, ja, Peppo und so weiter aufgetreten sind. Ne? Weißt du, was ich meine? Die bezahlen sich nicht dafür gegenseitig. Dafür erwarten die einfach, dass dann der Künstler auch bei denen richtig auftritt. Oder Album oder Feature oder was auch immer. So. Weißt du, was ich meine? Geben und nehmen. Von? Pietro Lombardi. Ah, nice. Genau. Darum baue ich da gerade schön auf. Aber ich nehme jetzt an, wenn du der Voreck von Pietro Lombardi bist, verdienst du kein Geld. Weil es ja eher die Chance, die Pietro dir da wahrscheinlich bietet, dass du da performen kannst. Es kommt darauf an, ob die Leute dir was zahlen oder nicht. Und ich bin ja gut mit ihm, tatsächlich. Ich habe auch so. Ja, natürlich, dann verdienst du deine 10.000. Normal. Weil das Freunde sind. Weil das Freunde sind. So. Der schenkt dann so. Privatkontakt mit den Leuten, also nicht nur mit Pietro, sondern halt auch mit dem Management und so weiter und so fort. Also klar. Und da war ja eben vorher diese Frage, bist du unter Vertrag, stehst unter Vertrag? Ja, du bist gerade so in der. Ja, es ist gerade ein bisschen so. Ich muss am Quatschen einfach. Ja. Der muss chillen, der krass. muss chillen. Kannst du uns was vorsingen? Ich hab einen Klassiker dabei. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? And all you smell the perfume to make up on a shirt. You don't believe his stories. You know that they're all lying. Bad as you want, stick around. And I just don't know why. If I was your man, baby, you nothing worry about what I do. I'll be coming home back to you every night, doing your right. Der ist gut. Jetzt hab ich nächsten. Aber der ist gut, ja? Hey. Oh, stark. Muss man lassen. Der ist gut, Rolle. Lass mich noch dieses Let Me. Der hat sich zwar nur verplappert die ganze Zeit, aber der ist stabil, Bruder, der ist gut und sympathisch. Aber er ist trotzdem nicht. Er ist aber trotzdem nicht. Aber sympathisch. Darauf wir machen, darauf habe ich die ganze Autofahrt. Hast du nicht auch, Bruder, hast du nicht auch ein eigenes Lied? Tatsächlich schon. Lass ihn mal das Ding fertig singen. Der labert so eine Scheiße, Digga. Baby, good love and protection. Make me your selection. Show you don't love supposed to be. Baby, you should let me love you. Love you. Love you. Love you. Yeah. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Wallah, hätte er direkt von Anfang an nur gesungen und nichts gesagt. Ja, 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 das hätte ich so. Stark, stark, stark. Flattern, Digga. Fühl ich, nein, du singst nice, auf jeden Fall, 100%. Okay, aber du lebst von Musik, ja? Ja. Weißt du, was die KSK ist? Habe ich schon mal gehört, das ist, glaube ich, Künstlersteuer, irgendwie sowas, glaube ich, ja? Ich bin mir nicht sicher, was mit Recht, soweit ich weiß, oder? Ich frag dich, ich weiß nicht. Das ist so eine Frage, die stellst du, kann ich dir aber tatsächlich jetzt nicht beantworten, bin ich ganz ehrlich. Seit wann verdienst du damit Geld oder seit wann arbeitest du nicht mehr normal? Ich glaube, das war der 23. November. Bruder, reicht auch, wenn du mir das Jahr sagst, Bruder. Die Uhrzeit musst du mir nicht sagen, von deiner Kollegin. 23. November, letztes Jahr war es circa so da um den Dreh rum, dass ich halt gesagt habe, okay gut, es reicht, es passt. Bist du bei der GEMA angemeldet? War ich bei der GEMA? Nein. Weißt du, was die GEMA ist? Wie? Richtig, ohne Witz. Also ich kann euch jetzt erzählen, was ich möchte. Ich weiß auf jeden Fall, dass die GEMA irgendwelche Rechte unterstützt oder Rechte quasi stützt, die dann dir gehören. Und du musst halt aufpassen, was halt hochlädst. Ich red mich gerade voll in die Scheiße, Alter. Übertrieben, oder? Ja, nee, das Ding ist erst seit November jetzt, sag ich mal, da ja richtig drin, dass der nichts anderes arbeitet. Deswegen kann man ihn jetzt deswegen nicht festnageln und sagen, ja, du bist es nicht so, weil in den ersten 6 Monaten ist noch Luft nach oben, um diese ganzen rechtlichen Sachen zu lernen. Nein. Ich sag dir, wie es ist, ne? Ich könnte jetzt auch nicht komplett erklären, was die GEMA genau macht und wofür die Abkürzung steht und dies und das. Weißt du, was ich meine? Ja. So ein bisschen weiß man normal, natürlich. Normal, aber ich bin jetzt, aber Bruder, wenn du dich da hinstellst so und der Sänger sein willst, dann müsstest du sowas wissen.
wissen. Vor allem, wenn du auch angemeldet bist, also so mit Gewerbe und sonst was. Ich würde den jetzt noch nicht abschreiben. Am Anfang habe ich dich eigentlich schon direkt abgeschrieben, aber jetzt so mit den ganzen Sachen, die du sagst, du siehst doch aus, als wärst du mit Pietro Lombardi befreundet. So, das passt schon alles. Also was soll das bedeuten? Was meinst du damit? Das passt einfach so. Das passt, ich kann es mir vorstellen, so vom Look, dass er dich mitnehmen will auf Tour und von deinem Gesang her, ihr passt gut zusammen. So. Ich glaube auch vom Gesangsstil und so, ne? Der Pietro hat auch mal so Let Me Love You gesungen und so, weißt du, was ich meine? Das ist so, dass ihr passt schon, glaube ich, cool zusammen. So. Das würde ich jetzt nicht komplett abschreiben. Kann aber auch sein, dass du absolut lügst. Es kann sein, dass ich absolut lüge. Es kann aber auch sein, dass es einfach so ist, wie es ist. Das müssen wir gucken, müssen wir rausfinden. Aber finde ich cool. Okay, nice. Dann danke dir erstmal, damit wir anfangen müssen. Cool. Rechts einmal bitte weiter. Guck mal, eine Sache bei ihr. Die hat gerade angefangen, den auszulachen, als er gesagt hat, das mit der GEMA. Oh. Ne? Das ist so eine Sache, vielleicht so. Weißt du? Die denkt sich, voila, Kind. Ja, so, ich bin schon dabei, so. Guck mal jetzt, ich erzähl richtig. So. Let's go. Hi, ich bin Alicia. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus München und ich bin. Bruder, so seitlich, ne? Ich krieg irgendwie Loredana. Ja, unnormal. In einer Girlband. Girlband, wie heißt sie? Femme Five heißen wir. Wir sind 5 Mädels und wir tanzen, performen und ja. Seit wann gibt's die Band? Jetzt knapp seit 2 Jahren schon. Also bist du seit 2 Jahren hauptberuflich Musikerin? Also ich war es schon davor tatsächlich, aber jetzt mit der Band verdiene ich sozusagen mein Geld. Aber ist es nicht hart, um alles so durch 5 zu teilen? Ja, aber wir haben ziemlich gute Werbeaufträge, da funktioniert das schon ganz gut. Okay. Also habt ihr einen Deal unterschrieben als Band? Wir hatten einen Deal tatsächlich, aber wir sind jetzt wieder independent, weil es hat irgendwie nicht so ganz gefunzt. Okay, ihr seid independent. Das heißt, wo stellt ihr eure Musik bereit? Auf allen Plattformen eigentlich, also Spotify, Apple Music. Worüber? Wie kommt die Musik auf das Spotify? Das Problem ist, du musst dir vorstellen, also mein Manager, der heute auch da ist, kümmert sich um das Ganze. Deswegen, das macht alles er. Deshalb weiß ich die Details nicht so ganz genau. Aber ja, auf jeden Fall auf allen Plattformen. Wie viele Songs? Boah, die hat gedrippelt, ne? Nimmt da irgendein Freund mit. So, stell mal vor, ich bin da und dann sage ich so, ja, siehst du diesen Dick mit Bart? Das ist mein Manager, der macht alles für mich. So, Frage ist beantwortet, Bruder, du bist raus. Und ich mach dann so, Wallah, der meint mich. My boy. Ich bin sein Manager, Land. My boy. Das ist mein Boy. Und dann fragt er mich, ich sag, Wallah, ich hab auch einen Manager-Cousin. Frag den. Frag nach Folge. Wie viele Songs habt ihr released als Band? Ich glaube, jetzt sind es 7. Lass mich lügen. Ja. So Singles einfach oder Singles. Als ein Projekt? Singles erstmal. Album kommt noch. Wodurch verdienst du dann Geld? Also unsere Streams. Und durch Werbekampagnen und Kooperationen. Wie viele Streams habt ihr so? Unser bester Song hat, lass mich lügen, 700.000 ungefähr. Okay. 700.000 Streams sind auf jeden Fall so um die, jetzt keine Ahnung, ganz, ganz grob gerechnet sind 700.000 Streams, sollten so 2.600 Euro irgendwas um den Dreh sein, 2.700 Euro vielleicht, geteilt durch 5. Wie gesagt, also wir haben ja nicht nur einen Song. Nicht, dass ihr das falsch versteht, ich prangere hier keinen an. Auch alles nicht, gut, mein alles Kleiner. Gut. Aber was ich dazu sagen will ist, ich muss ja hier realistisch rausfinden, wer uns hier verarscht und wer die Wahrheit sagt. Du, kann ich komplett verstehen, gar kein Stress, alles cool. Deswegen, wenn du jetzt sagst, das summiert sich auch alles und bliblablub und da sind auch Werbedeals und gerade als Girlband kann man da bestimmt auch ein paar Sachen machen und so, ne? Was sind denn eure was war eure letzte Werbekampagne? Mit wem? Wer war der Partner? Also letztes Jahr hatten wir eine Kampagne mit Snipes, internationale, okay. Snipes Adidas Kooperation, auch mit unserem Song. Ja, wir hangen sozusagen in den ganzen Stores, international. Und mit Check24 haben wir eine Werbung gedreht. Was hat Snipes gezahlt für den Deal? Das müsste ich meinen Manager, glaube ich, fragen. Aber du weißt ja, was du bekommst, Bruder. Vor allem auch so mit Steuern und sonst. Du siehst ja deine Eingänge. Wenn zum Beispiel du 500 Euro bekommst, dann musst du ja ausrechnen, okay, dann mal 5, dann haben wir insgesamt so viel bekommen. Ah, das stimmt. Davon kriegt ja der Manager und so weiter auch noch Geld. So. Das kannst du nicht so einfach pauschal. Ja, aber weißt du? Ungefähr grob mäßig, weißt du immer. Mäßig. So. Das weißt du nicht? Nee, genaue Zahlen. Okay, dann muss ich aber eine Frage stellen. Wenn du wirklich gar nicht weißt, was ihr für den Deal bekommen habt, ich will deinen Manager jetzt hier nicht schlecht machen, aber geh mal vielleicht in die Kommunikation rein, damit du ihr auch wisst, was ihr verdient und was ihr nicht verdient, ne? Naja, aber Zahlen spricht man ja auch nicht so, ne? Sagen wir so, wir hoffen, dass du weißt, was dabei ist. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, gut, das ist schon. Sagen wir es mal so, ich fahre auf jeden Fall ein BMW. Aus 1990 oder aus 2020? Ja, was ist das denn? Ja, die Frage, wo du stellst, war der riesen Unterschied auf dem BMW. Sagen wir mal, Baujahr 2021. Also wenn das jetzt, sag ich mal, ein Einser ist aus 2021, dann kannst du ihn auch für 120 Euro im Monat fahren. Ne? Nee, das sind 2. 2 Jahre? Ja. Ja, aber schönes Auto. Aber mit M-Paket. Schönes Auto. Ich lieb's.
Okay, Die Kandidaten sind alle voll sympathisch. Ja, 100%, Bruder. Kannst du uns was vorsingen? Ja, kann ich, gerne. Nice. Ich würde was Eigenes vorsingen, auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch krass, der Rechts in der Jury, der hat bisher die besten Fragen gestellt, muss ich sagen. Ja, Mann. Der war am krassesten. Ja. Gerne. Alright. Baby, bist du neben mir, fühle ich mich wie im Trance. Über uns beide scheint der Mond, wir beide sind im Rausch. Und lila Wolken ziehen vorbei, du und ich sind auf Cloud 9. Sag, wann kommst du wieder, wieder, yeah, yeah. Ja, dann können auch noch alle singen, ja? Was ist das denn? Stark. War das jetzt Schlager? Oh, wow, okay. Hat sich meine Stimme so poppig angehört. Nee. Wir machen schon eher Pop-Hip-Hop-Richtung. Okay. Aber wir sind jetzt auch eine neue Konstellation tatsächlich in der Gruppe und haben unsere Musik auch ein bisschen geändert. Also es war einer von den älteren Songs. Würdest du, wenn jetzt ein großer Künstler kommen würde und dich signen will, bei ihm unterschreiben und die Band verlassen quasi? Nein. Sony Music kommt jetzt zu dir und sagt dir, wir wollen nur dich haben und hier hast du 1 Million. Gehst du oder gehst du nicht? Das ist eine gute Frage, aber ich würde tatsächlich nein sagen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber schau mal, ich bin halt mit dem Herzen, aber ich bin Musikerin, verstehst du? Ja, und ich, auch. Ich weiß. Also wenn ich du wäre, dann hätte ich dir 1 Million genommen. Echt? Hätte ein Label aufgemacht, meine ganzen Mädels unter Vertrag genommen und das Bandding auch wieder weiter fortgeführt. Und das bist halt du, ne? Nein, das macht die gerade voll unauthentisch. Ja. Die versucht so lieb zu sein, dass das auch auffällig ist. Auch korrekt. Ja, ja. Ja, deine Mädels auch extremst. Trotzdem nicht. Nein? Nö. Sie lebt nicht von Musik. Nein. Ja, sie hat nicht den Geschäftssinn. Und das, was er jetzt sagt, ist ganz wichtig. Sie hat nicht den Geschäftssinn. Guck mal, was er sagt. Dafür. Naja, ich mache ja nicht die Geschäfte. Macht der Manager alles, ne? Ja, und dann hapert es dann auch wieder. Warum? Ja, weil du hast ja auch einen Teil dazu beizutragen. Ja, ich meine, wir setzen uns ja schon zusammen und reden darüber. So ist ja nicht. Also ganz raushalten tun wir uns ja jetzt nicht, ne? Ich versuche euch allen nur Free Game zu geben. Ich glaube, ihr singt alle und ihr seid alle Musiker. Ich versuche euch nur Free Game zu geben. Nein, ich mach Spaß. Wie gesagt, ich glaube, der Geschäftssinn ist noch nicht so ganz ausgeprägt da, um zu sagen, sie ist schon so tief in dem Business drin, um davon leben zu können. Weil es braucht ja schon ein bisschen was, um davon leben zu können. So, ne? Es sind nicht nur irgendwie ein paar Spotify-Streams, die dich jetzt irgendwie so dazu bringen, dass du irgendwie keine Deswegen Ahnung. Die ganzen Werbedeals und Kampagnen natürlich. Ne? Aber warum solltet ihr denn so viele Werbedeals bekommen, wenn eure Reichweite nicht so hoch ist? Also wir haben jetzt schon, ich würde sagen, wir sind gerade sehr am Aufbau. Wie viele Follower habt ihr denn auf Instagram als Band? 10.000. Und YouTube? Oh, YouTube weiß ich gerade gar nicht. Aber wie gesagt, der Fokus ist bei uns auf Werbekampagnen, Social Media. Oder sie weiß gar nichts. Also bist du jetzt Musikerin mit Herz oder bist du Content Creatorin, deren Fokus auf Werbekampagnen ist? Musikerin mit Herz. Ja? Okay, nice. Dann danke dir erstmal. Danke. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mit der letzten einmal weiter, bitte. Das war schon die letzte. Geht schnell, ne? Mhm. Hey, ich bin Sascha, bin 21 Jahre alt und mache seit 2021 professionell Musik, also bin auch hauptberuflich Sängerin. Und womit verdienst du dein Geld da? Also ich bin independent, ich veröffentliche meine eigene Musik mit DistroKid. Die verteilt sozusagen meine Musik auf alle Major Music Platforms und ich trete auf sozusagen. Also ich bin durchgängig in Hotels und Bars und so weiter eingestellt. Ja, dann sing uns doch mal was vor. Vielleicht überzeugst du ja Reezy. Okay. Warum baut ihr jetzt so einen psychischen Druck auf mich auf hier alle? We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to... We only said goodbye with words. Geiler Titel. I died 100 times. You go back to her and I go back to black. Bruder, stark, Alter. Das ist gut. Das war stark. Stark. Dankeschön. Ja, also eins muss ich sagen. Also man muss sagen, bisher jeder Künstler hat gut gesungen und jeder war auch sympathisch, Bruder. Ja, wallah. So. Sagen, singen könnt ihr auf jeden Fall alle, das ist auf jeden Fall gut. Wäre für uns natürlich. Wäre jetzt natürlich einfacher, wenn jetzt einer hier nicht so singen würde. Du machst seit 2021 Musik und lebst seit 2021 davon. Ja, genau. Was war der Punkt, wo du gecheckt hast, okay, ich kann jetzt davon leben und hör jetzt mit dem auf, was ich davor gemacht habe? Gute Frage, Alter. Ich habe im Februar meine erste Single veröffentlicht. Ich habe in Frankfurt ziemlich viel Hype davon bekommen, wodurch ich auch ein Musikvideo finanzieren konnte. Mhm. Wurde dann auch bei Planet Radio als Newcomerin vorgestellt. Hab dann immer weiter Singles veröffentlicht, wurde dann auch von halt Hotels, Bars, etc. angefragt, um dort halt aufzutreten. Stark, ist auf jeden Fall eine sehr gute Stimme. Also machst dein Hauptverdienst kommt von den in Hotels ja, genau, vorzusingen. Ja, von den Gigs. Was. Das kaufst du auch ab. Ja, 100%. Sie hat auch so eine Stimme dafür. Extrem. Danke. Okay, dann danke dir erstmal.
Dann würde ich vorschlagen, wir müssen jetzt erstmal einen rausvoten und ich wäre für vorne rechts. Ja. Weil Gesangslehrer ist ja kein Sänger. Geh ich mit auf jeden Fall. Wieso hast du denn hier heute als Gesangslehrer mitgemacht bei Kenne den Sänger? Also das Ganze ist halt angefangen, dass ich in meiner Schulband ein bisschen Musik gemacht habe, da bin ich eher dazu gekommen. Und das Ganze ist ja, Gesangsunterricht ist in zwei Spalten aufgeteilt. Einmal Gesangstechnik und einmal der Gesang an sich. Ich bin nicht an einer ganz normalen Musikschule, wo jetzt quasi nur Unterricht gegeben wird, sondern wir haben in der Musikschule, wo die Musikschüler dabei auch sind und die Musiklehrer auch quasi eine Musikschulenband. Mhm. Genau, und damit machen wir halt auch regelmäßig Auftritte. Und bist du der Hauptsänger in der Band dann, oder was? Ich bin quasi der Leadsänger, so wird es bei uns genannt. Okay. Okay. Also ich kaufe dir voll ab, dass du Gesangslehrer bist. Safe. Ich glaube, das machst du auch bestimmt hauptberuflich. Mein Jobtitel ist halt Gesangslehrer und du singst halt auch. Genau, aber mit den Leuten, denen ich halt den Gesang beibringe, tue ich dann auch Musik machen und musiziere das Ganze auch. Ja, aber das ist ja auch nicht das, was wir suchen, weißt du? Also, erst raus. So, aber hast stark gesungen, Mann. Ich glaube, wir sind uns einig, Jungs, oder? Ja, safe. Okay, dann danke dir auf jeden Fall, aber du müsstest das einmal bitte raus. Hätte ich aber auch gemacht. Ja, safe. Boah, es ist echt schwer. Jetzt wird's echt schwer. Boah, das Ding, ich weiß halt nicht bei Kauter. Ich weiß ja, dass Kauter gut singt und sie hat wirklich eine sehr große Reichweite auf TikTok. Was hat sie da für eine Reichweite? Boah, sie hat, wie, Kauter, was sind das? Ein paar hunderttausend Likes hast du, ne? Oder Millionen? Follower habe ich 220.000. Nee, mit 220.000 bei TikTok verdienst du gar nichts. Gibt's irgendeinen deutschen Produzenten oder so, mit dem du in letzter Zeit zusammengearbeitet hast? Ich habe vor einem Jahr mit ganz vielen Produzenten gearbeitet. Kennt ihr Doki? Das ist der Produzent von Nina Schubert zum Beispiel, mit dem habe ich ein paar Songs gemacht. Ich habe ein paar Songs mit Yannick Brunke, heißt der. Der hat früher Easy produziert mit Crow. Aber mittlerweile mache ich nur noch mit meinem Cousin. Schwierige Hase, schwierige Lage, sagen wir bei uns gerne. Ja, sag mal so, warte mal, ich kenne ja diese Plattform nicht, auf denen sie ihre Sachen verkauft. So, weißt du, ich meine, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, ob man davon leben kann. Ja, ich kenne die Plattform. Wenn du es gut machst und da gut verkaufst, kannst du bestimmt davon leben. Es geht bei den Plattformen gar nicht mal darum, dass du die für viel Geld anbietest, sondern es geht nur um die Credits. Um die Menge. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn das sich 30 Millionen Mal verkauft an irgendwelche random Produzenten, die ganz klein in ihrem Nest das einkaufen für, keine Ahnung, ein Credit, dann rechnet sich das auf. Ich habe es selber nicht gewusst, aber das ist auch, by the way, für jeden, der gerade zuhört, auch eine sehr gute Voll Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Du musst überlegen, diese Plattform ist wie eine Plattform, wo du einfach eine Million, Multimillion verschiedene Sounds hast, ob das jetzt Stimmen, Geigen, Gitarren oder Pianos sind, irgendwelche Gitarrensounds, Loops oder sonst was oder halt Gesang. Und du zahlst da einfach sozusagen einen monatlichen Beitrag und kriegst dafür deine Credits. Und mit den Credits shoppst du dann auf der Seite. Okay, ich verstehe. Das heißt, wie sie sagt, das kann schon passieren, dass wenn du so eine gute Harmonie gesungen hast und die halt viele Produzenten fühlen, dann die ganze Welt kennt diese Plattform an Produzenten und jeder ist auch so gefühlt da drauf. Kann sein, dass man das dann da erwischt, so zufällig einfach, so ohne sie jetzt kennen zu müssen. Oder so, weißt du? Also das heißt nicht, dass jetzt Leute ihren Namen da gezielt eingeben. Es gibt Leute, die suchen einfach Stimme XY und finden da vielleicht ihr Ding, weil es viel gedownloadet wurde und hochplatziert ist. Okay. Also nur um dieses Prinzip dahinter zu verstehen, es kann schon sein, dass sie davon lebt, glaube ich. Du bist selbstständig dann, oder wie? Ja. Auch frisch. Okay, interessant. Jetzt müssen wir einen rausholen, Jungs. Das ist Boah, was würdest du sagen? Ich glaube, den sympathischen Bruder, ja? Nee, tatsächlich. Eher sie, ne? Das Ding ist, die zwei da hinten sind beide für mich sehr unseriös. Beide sehr die gut, beiden hier, stimmlich, ne? Ich glaube, der rechte, der kann einfach singen, ne? Und die linke ist so, ja, bei ihr eigentlich auch so, guck mal, weißt du? Bei mir wären es, wie du auch gesagt hast, diese beiden, die als nächstes rausgehen. Ja. Das sind meine Finalisten. Ja, 100%. Was verdienst du auf deinen Auftritten? Also pro Auftritt so 150 bis 200. Okay, wie viel hast du dann so im Monat? Jede Woche. Jede Woche? Ja. Yeah. Also ich sag mal so, wir müssen jetzt nochmal Pietro Lombardi nach vorne holen, also die Pre-Show von Pietro Lombardi. Können wir ihm das Mikro geben kurz? Also diese Runde ist wirklich schwer, weil alle haben auf jeden Fall so eine glaubwürdige Story. Das ist halt jetzt nur die Frage, okay, wer lebt davon und wer nicht, ne? Du lädst deine Musik auf Wreck-It-Jet hoch, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Wie viel verdient man im Durchschnitt auf Wreck-It-Jet? Für jetzt jemanden, sagen wir, ich habe keine Ahnung davon, ich habe noch nie bei Wreck-It-Jet irgendwas hochgeladen, wie viel verdient man so im Durchschnitt im Monat da einfach jetzt mit deinen Zahlen? Also das letzte Mal, als ich drauf geguckt habe, das war tatsächlich gestern. 1.145 Euro, jetzt einfach mal aufgerundet so. Was ich aber auch noch hinzufügen darf, muss, will und werde, ist tatsächlich so. was auf jeden Fall Sache ist, ist, dass ich früher bei zwei, drei Fernsehsendungen mitgemacht habe, also was Gesang anbelangt, und mir dort halt quasi das Vocal Coaching quasi aneignen habe lassen. Und damit hole ich mir auch ein bisschen Cash rein, also quasi von den Leuten. Womit genau? Mit Vocal Coaching? Ja, sowas in die Richtung, genau. Ja, aber welche Show? Ganz schlau zu erwähnen. Das war nicht so schlau zu erwähnen? Nee, weil jetzt denk ich, dass du Vocal Coach bist. Nein, Scheiß bin ich. Also Vocal Coach ist ja. Der geht zu Pietro Lombardi Show. Der tut ja so, als würde Pietro seine ganze Tour in Köln nur sein und der sechsmal hintereinander lang Cäsarena spielt. Weil wenn du sagst, du bist
Pre-Show vor seiner Tour, musste er mit ihm durch die Städte fahren. Ja. Du kannst ja tatsächlich, ich war auch in der Pietro-Show. So ist es auf jeden Fall gewesen, ja? Und da kommst du, wenn du rauskommst, ja, aus dem Ganzen, kriegst du keinen Vertrag, kriegst du nichts, dann bist du einfach raus. So wie bei DSDS etc. pp. Und wenn du aber gewinnst, was ich getan habe, dann kriegst du von ihm quasi seine, ich weiß nicht, ob ihr ihn verfolgt oder verfolgt habt in dieser Zeit, dann kriegst du quasi von ihm die Versicherung, du kommst mit auf die Tour, du verdienst was dran und ich reiß dich hoch, ich nehme dich mit, fertig, aufs Ende. Aber es gibt noch keinen Vertrag. Oder ich habe gar nichts mehr verstanden, Wallah Salat. Also der will damit sagen, der Pietro gibt dir eine Chance, ne, dass du quasi, du bist bei einem Auswahlverfahren und wenn du das schaffst, dann gibt er dir die Absicherung, also quasi einen Vertrag, dass du der Vorsänger der ganzen Tour bist. Und er ist es wohl. Er hat sozusagen gewonnen. Das hätte ich gerade gesagt, ich hab's nicht gewonnen. Nein, das hat er nicht gesagt. Ich bin komplett durcheinander gekommen, seitdem der das erklärt hat, Wallah. Format kenne ich nicht tatsächlich. Muss gucken. Welches Format ist das? Auf RTL Plus kannst du nachgucken, Pietro Lombardi Show. Also, oder Pietro Show. Irgendwie so. Du hast die Show gewonnen. Gibt's doch gar nicht. Also, soweit ich weiß. Ist auch so eine... Habe ich auch nie gehört, bei RTL Wallah, Plus noch nie gehört, Bruder. Und vor allem, der sagt, Bruder, als ob RTL das einfach Pietro Lombardi Show nennt. Ja. Yeah. Oder Pietro Show. Ja, geht ja, Bruder, was ist das denn? Gesangstalentshow irgendwie. Tatsächlich Show, ist es eigentlich in eine Doku gewesen früher von ihm. Er hat sein eigenes Label quasi, also hat ein Unterlabel gegründet, wie auch immer. Und hat dann gesagt, er möchte jetzt zusammen mit dem Management und mit seiner musikalischen Leitung möchte halt jemand unterstützen. Weil er wurde halt auch damals nicht wirklich unterstützt. Er hat dann auch immer gesagt, er hat 11 Jahre gekämpft, er musste selber durchziehen und so weiter. Er sucht jetzt einen Kämpfer. Er sucht jemanden, der halt einfach Bock drauf hat. Und der von uns zum Typ passt. Und wie du vorhin gesagt hast, wir sind halt beide so ein bisschen. Ja, und von daher hat es gut geklappt und hat auch gut gepasst. War so ein bisschen am Wackeln am Ende, aber ich hab's dann doch geschafft tatsächlich. Und Das ist jetzt wieder authentisch. Ja, Bro, es ist alles authentisch, aber trotzdem hat er damit immer noch kein Geld verdient. Also ich habe viele Sachen am Laufen, es ist ganz, ganz arg tricky so zu erklären und ich weiß nicht, also wenn... Ich feiere dich auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist alles Cap auf jeden Fall. Also, glaubst du? Also ich glaube dir alles mit der Show, dass du die gewonnen hast, glaube ich dir alles singen kannst du auch, aber ich glaube, er lebt nicht davon. So wie das klingt, musst du ja auch sehr gut davon leben können, ne? Jetzt in der momentanen Situation geht es, also es ist okay. Ich sage jetzt nicht, wie gesagt, ich kann mir jetzt keine G63 sneaken und damit rumpimmeln so und ich spare halt auch was auf die Seite, weißt du, ich meine... Also ich gucke halt, dass ich mich auch selber quasi finanziere, weil wenn ich jetzt Geld bekomme und es direkt ausgebe, wer bin ich dann? Dann bringt es ja nichts. Und du bleibst Millionär, indem du Millionär bist, so, weißt du, ich meine? Also du kannst ja auch nicht die ganze Zeit, wenn du 1 Million bekommst, du hast nur 1 Million, wie du vorhin sagtest, und du gibst es einfach aus. Bist du Millionär? Nein, bin ich nicht. Warum versuchst du mir dann zu erklären? Ja, weiß ich nicht. Aber ja, gut. Ja. So in etwa läuft es. Ich glaube, er lebt nicht davon nach wie vor, aber ich sag dir, was wir davon. Als was bist du beim Finanzamt gemeldet? Also momentan noch gar nichts tatsächlich. Oh mein Gott! Das war die Knockout-Frage, Bruder. Du denkst dir eine Story von vorne bis hinten aus und beantwortest nicht mal die simpelste Frage mit Finanzamt. Er gibt gerade einfach zu, wenn es so wäre, dass er Steuerhinterziehung macht. Boah, stark, Junge, oder? Alter! Ich habe erst vor kurzem gekündigt. Ich werde jetzt quasi so weit gepusht von den Leuten, zum Beispiel jetzt von Pietro oder ne, den anderen, dass ich halt mein Geld bekomme. Ich lege das beiseite, ich gebe das an, die geben das an. Das ist alles soweit in den Tüchern, in den trockenen Tüchern. Da sind wir ja gerade dran, das ist ja das. Darum kann ich euch auch nichts beantworten. KSK, GEMA, what the fuck, Digga. Ja, das sag ich, das verstehe ich vollkommen, dass du dich da noch nicht auskennst, ja, wenn du seit letztem... Aber er soll mal sagen, was jetzt KSK ist, Digga. Ob das ist, was ich glaube. Warte mal. Die Künstlersozialkasse. Okay. Hast du recht. Ja, Mann. Die mich gefragt habt und auch mit Finanzamt hin und her. So, ich sag dir ehrlich, ich mach die Musik, ich kümmere mich danach drum. Oder ich kümmere mich jetzt parallel, wird sich darum gekümmert, was jetzt abgeht. Vor Pietro war ich bei DSDS und bin sehr weit gekommen. Das ist alles so, ich rede. Das kann sogar sein, ne, dass er bei DSDS war und vielleicht auch deswegen auch viel Gesang mitgenommen hat. Ein bisschen durcheinander, aber es ist halt einfach... Nein, am Anfang, in den ersten 6 Monaten kennt man sich natürlich noch nicht mit diesen ganzen Sachen aus. Ja. Also ist es was ganz Normales. Jetzt nicht, dass ich sage, boah, du hast keinen Plan und was auch immer. Trotzdem glaube ich dir nicht. Also, wie gesagt, ich glaube dir das. Deine Story an sich glaube ich. Ich glaube nur, dass du genau in der Situation steckst, wo du jetzt bist. Du hast erstmal alles über Bord geworfen, bist wieder zu deiner Mutter gezogen, weil das jetzt mit Pietro und so vielleicht alles geklappt hat und in Zukunft könnte da auch mal mehr passieren sozusagen auf dem Konto vielleicht, sodass du sagst, ey, das ist das Einzige, was ich jetzt mache. Ich glaube, jetzt ist es noch nicht so weit, aber ich hoffe für dich, es wird irgendwann so weit sein, falls ich jetzt recht liege. Okay, Dankeschön. Ja, Jungs, also, ich sag mal so, für mich wird es nicht peinlich. Für mich wird es auch nicht peinlich, das ist jetzt meine Aufgabe hier, die versteckten Sänger zu finden. Du bist ja Profi. Nein, ich suche doch nur
jemanden, den ich unter Vertrag nehmen kann. Knebelvertrag. Hey! Darf ich dich noch kurz was fragen? Oh. Ja. Oh! Was? Also, du musst mir jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber kannst du mir ungefähr sagen, welche Range du dich bewegst? Was verdienst du so monatlich? Oder? Das Kleinste, was ich jemals, also die kleinste Einnahme, die ich hatte, seitdem ich das halt alles mache, waren 1,1, war aber auch relativ weit am Anfang. Und jetzt sind es so circa 7,8 waren es jetzt. Und du gibst nichts beim Finanzamt an? Bruder. Was heißt denn, dass du die Auftritte ja einen großen Anteil hast? Ich weiß nicht, ob ich auf die Löffel bekomme. Scheiße, aber Alter. Auf jeden Fall für das, was jetzt im Juli anläuft. Fuck, 15K. Alter. Und, wer, also, und dann Pietro zahlt dir das, oder wie? Also ja, ja, aber irgendwie auch nicht. Also was ich meine so? So, er wird es hier nicht aus. Bruder, er lügt so gut, dass es wieder, dass es eher scheiße ist und dann wieder so gut lügt er, dass es wieder gut ist, Bruder. Der ist ein Profi im Lügen, Bruder. Ich schwöre, erkenne den Lügner. In der Tasche jetzt hier 15k geben, aber es läuft über Pietro sein ganzes System so. Wahrscheinlich dann, ne? Genau. Okay, nein, wir willst. Aber beim Finanzamt musst du dich anmelden, sobald du eine Tätigkeit regelmäßig ausführst und diese Tätigkeit auch regelmäßigen Gewinn erzielst. Ja, regelmäßige Einnahmen. Regelmäßige Einnahmen erzielen, das genau. Du bist immer noch hinten rechts, ja? Ja. Ich gehe einfach mit dir. Okay, dann step bitte nach vorne und erzähl uns nochmal was, damit wir uns auch sicher sind. Wir müssen jetzt vorankommen. Also ich habe euch eigentlich nur von Gigs erzählt. Ich verdiene hauptsächlich davon auch mein Geld. Ich mache aber nebenbei auch Songwriting. Also ich verkaufe meine Songtexte und mache auch Producer-Checks. Seit wann machst du Songwriting? Seit 2021. Wie viele Songs hast du geschrieben für andere? 15, 16. Glaube ich nicht. Das ist zu viel in 2 Jahren. Das heißt nicht, dass die Menschen berühmt sind. Das heißt nur, dass ich sie verkauft. Ein nicht berühmter Mensch holt sich keinen Songwriter. Was sind denn so deine Deals beim Songwriting? Was jetzt der Reezy knallhart, der will fertig werden. Der macht dir tak, 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 tak. Ja, man merkt so. Das. 50 Euro. Also 15 mal 50 sind glaube ich 750. Ich glaube, davon kannst du auch nicht 2 Jahre lang überleben. Nee, aber ich habe ja gesagt, ich mache durch die Gigs mein Geld. Ich mache nebenbei Songwriting und Producer-Tags. Ich glaube, das kann auch sein, dass ja wie mit dir mit Fiverr, du kennst das ja, also es kann schon sein, dass sie für 50 Euro zum Beispiel auf Fiverr jetzt ihre Songwriting oder Texte oder was. Aber sie lebt auch nicht davon. Ganz genau. Sind wir uns einig? Aber sie hat auch was Interessantes gesagt, dass sie auch Producer-Tags macht, Bruder. Stell dir vor, du kannst einfach nur durchs Producer-Tag einrappen oder einsingen, auch viel Geld machen. Das wäre auch krank, ne? Ja. So, aber jeder Producer hat jetzt schon so irgendwo sein eigenes Producer-Tag. Ich kann mir das auch nicht so vorstellen bei der. Ich glaube, tatsächlich, in der Folge wird es diese Kauter sein. Ich glaube auch. Jungs? Ja. Ja, okay. Let's go. Ihr bricht mir mein Herz, aber okay. Ey, ich bin großer Fan, trotzdem. Kann sein, dass sie es wirklich war, ne? Und die deswegen gesagt hat, ihr bricht mein Herz und so. Wow. Alright. Wen wollt ihr jetzt nächstes hören? Bruder. Bitte, wie hat der das da rechts so weit geschafft, Bruder? Bruder, der hat nicht mal Finanzamt sich angemeldet. Bruder, ich schwöre, warum ist der immer noch dabei? Der verdient 7000 Euro schwarz, Bruder. Warte, was ist das denn? Ich würde nochmal sie ganz links anhören, bitte. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Das Ding ist, ihr seid eine Frauenband. Ihr seid eine 5 Frauen. Ja. Und ihr seid alle independent, also ihr seid independent als Band. Genau. Und der ist dein Manager und nicht dein bester Freund, ja? Doch, er ist tatsächlich auch mein bester Freund, muss man sagen. Jetzt bist du raus, Cousin. Das war's. Deswegen, also da ist auch das Vertrauen sehr gut. Was für einen Vertrag habt ihr beide miteinander, wenn ich fragen darf? Ganz normaler Managementvertrag. Willst du uns deine Prozentsplits verraten oder ist das auch schon zu viel? Schwierig. Ja, muss mit Manager. Manager nicht in die Scheiße reiten, aber grundsätzlich gibt es nur 2 Optionen. So. Alles andere ist falsch. Also 10% oder 20% gibst du ab. Und alles andere, dann musst du. Sagen wir mal die gesunde Mitte. Okay. 50-50? Nee. Ja, okay, übertreib. Warum hast du heute mitgemacht? Ja, um einfach zu zeigen, dass auch wir als Frauen stark sind hier in Deutschland oder auch eine Girlband hier repräsenten. Feier ich auf jeden Fall, also ich find's cool. Dankeschön. Wie heißen denn deine anderen 4? Josie, Scarlett, Claire, Stacy. Warum hat das so lange gedauert? Bitte? Ja, es hat ein bisschen lange gedauert, ne? Dafür, dass deine Seele ist und du die niemals verlassen komm, willst. Leute, ihr baut hier so einen Druck auf, da muss ich halt, ne? Sag mal die Namen nochmal. Josie, Scarlett, Stacy, Claire und ich. Das ist ausgedacht. Was? Einstudiert, meine ich, einstudiert. Okay, schade, dass es so klingt. Aber es stimmt. Ihr werdet es ja sehen. Wir werden es sehen. Yes. Nee, jetzt glaube ich auch nicht mehr. Nein, mach die Abmoderation. Ich glaube auch nicht mehr. Dann sind wir. Immer jeder, wirklich jeder, der es ist, der es nicht ist und rauszieht, sagt immer, ihr werdet es sehen oder ihr werdet es bereuen. Ja, immer. Ja. Und sobald er das sagt, weißt du zu 100% auch als Zuschauer, er ist es nicht. Ja, wallah. So, und jemand, der es ist, der geht mit Herz raus. Wir uns einig, oder? Okay. Damit du als Jury denkst, okay, die kann es safe nicht sein. So, ein auf. Okay, dann danke dir auf jeden Fall, aber du müsstest einfach bitte raus. Der Junge hat einfach ins Finale. Der hat sich
Der dribbelt nicht nur die Steuern, der dribbelt alles, der Cousin. Das ist unglaublich. Ja, das ist ja ganz klar links, ne? Ja, ja, ja. Also, wir legen uns auf sie fest. Ja, Kauter. Aber geil geschnitten, ne? Mhm, wunderschön. Alright, Props Finale, 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 Finale. Jetzt wird's schwierig. Also mein Gefühl sagt mir irgendwie rechts. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Kannst du einfach mal so dein letztes Musikvideo einfach mal so ein bisschen was reinperformen? So, ich will was von Performance. Dir, ein bisschen was sehen. Also guck mal, jetzt mal Real Talk, ne? Wenn das wirklich real ist, ne? Dann macht der Typ sich doch voll strafbar. Dann würden die das doch rausschneiden, oder nicht? Ich meine, es gibt die Möglichkeit, dass man sich sechs Monate rückwirkend anmeldet und dann anmeldet. Die ganzen Finanzen vorlegt. Das Ding ist, der hat ja auch gesagt, der Pietro hat das alles angegeben und er ja auch. Das heißt, vielleicht haben die ja die Finanzen angegeben, aber sein Gewerbeschein hat der noch nicht und seine Gewerbeanmeldung ist noch nicht bei der Stadt angemeldet, also durchgängig, weißt du? Kann sein. Und der muss jetzt 6 Monate rückwirkend alles bei der Buchhaltung abgeben. Das ist voll weit hergeholt, ja. Kann sein. Versetz dich mal in seine Lage. Du hast das jetzt in dem Video gesagt. Hm. Ja, ne, du würdest doch jetzt alles dafür tun und sagen, nein, nach bitte, dieser Folge, Bruder, bitte, ja. Schreit das raus, ich küsse dein Herz. Wallah, ich lande im Knast, Bruder. Sei mir ehrlich. Außer du weißt, dass du alles schon in die Wege geleitet hast. Ja, aber trotzdem, mit Finanzamt macht man keine Späße, Bruder. Wallah, da machst du keine Späße. Ja, aber warum? Wenn er sagt, er hat... Nein, ich weiß, was du meinst, aber wenn er doch sagt, der hat die Papiere alles öffentlich schon angegeben. Er hat alles angegeben. Und kann auch sein, dass er seinen Gewerbeschein in die Wege geleitet hat. Dann kann das sein. Dann kann er das ja auch sagen, weil er weiß, okay, ich habe schon alles abgegeben. Aber dann hätte er das doch gesagt. Ich habe das in die Wege geleitet oder das ist gerade im Mache oder ich habe es rückwirkend angemeldet. Oder der was hat doch gesagt, it's difficult, man. Ich bin am Chillen. Hat er doch gesagt, it's difficult. Kann sogar sein. Und das ist so unglaubwürdig, dass du sagst, Bruder, das kann nicht sein, weil Finanzamt und so, aber es kann sein, dass du es wirklich gerade in die Nein, nein, Walla, ich mach keine Fall. Ich bleib bei Kauter. Walla, ich bleib bei Kauter. Kauter. So. So ein bisschen Attraktion. Weißt du, ich meine, gib mal so ein bisschen deinen Sänger-Aura. Du hast recht. Yeah. Du hast recht. Ja, ja. Gib mal so ein bisschen deinen Sänger-Aura. Stell dir mal vor, du bist jetzt... Ich höre, ohne Musik ist das Hänge so. Ich hab sonst eigentlich immer die Musik im Balkon. Schaff's schon, Bro. Ich erinnere mich ans Wir. Ich nahm dich ins Visier. Deine Liebe viel zu kalt wie der Winter, gerade hier. Denn du bist jetzt so weit weg, mein Herz liegt mir im Weg. Die Zeit mit dir war schön, doch ich will jetzt nur noch gehen. Ich will jetzt nur noch gehen. Boah, er kann auch gut mit der Kamera spielen, ne? Aber da gibt er immer auch so Pietro-Vibes irgendwie, oder? Yeah. Hört sich auch an wie Pietro. Ich glaube, er feiert Pietro auf jeden Fall. Vor dem Auto habe ich mit meiner Freundin zusammen habe ich den restlichen Song fertig geschrieben, den ich jetzt dann demnächst mit ihm aufnehmen werde. Aber mit Pietro zusammen? Ja, tatsächlich schon, ja. Aber okay, aber Pietro pusht dich richtig krass. Ja. Aber du hast keinen Vertrag bei ihm unterschrieben oder sonst irgendwas? Du musst es so vorstellen. Oder ihr müsst euch so also vorstellen. Also was hat Pietro davon jetzt, außer dass er dich so... Ich sag ehrlich, Pietro ist in meinen Augen ist er loyal und er ist ein Ehrenmann, okay? Er hat zu mir gesagt, er sucht jemand, weil so wie er es war, ein Kämpfer. Er sucht einen Kämpfer. Er sucht jemanden, der Bock drauf hat, der sich nicht irgendwie in der Gegend rumpimmelt, sein Geld dann ausgibt und keine Ahnung was. Es ging einfach darum, jemanden zu finden, der loyal ist, den du trusten kannst und den du pushen kannst. Aber auf jeden Fall... Ich glaube auch, dass der Pietro so ein Typ ist, so. Der macht auch so Sachen. Egal was jetzt rauskommt, einfach machen. So Sachen. Ich schwöre es euch einfach googeln. Oder alles gut, am Ende werden wir eh erfahren, was Sache ist. Aber es ist schwer, weil ich glaube ihm. Weil Pietro ist... Ich glaube ihm auch irgendwie. Vom Charakter ist er schon so ein Typ, der, glaube ich, das macht. Das Ding ist, guck mal, wenn du jetzt da hingehst, du kannst ja nicht einfach sagen, ja, kannst ja nicht einfach finden. Ja, Wallah, Farid Bang pusht mich voll. Ich bin immer Voreact auf seiner Show und doch, so bla, 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 bla. Warum denn nicht? Der weiß aber schon, also der erzählt es schon so voll perfekt, Bruder, ohne Haken. Weißt du, was also, ich meine? Also, ich sag dir ehrlich, wenn ich wüsste, ich habe in einer Woche einen Termin dabei, erkenne den, Bruder. Ich würde sagen, ich habe mit Brad Pitt einen Song geschrieben, Bruder. Ich würde Sachen sagen, Bruder. Ich würde, weißt du, was ich sagen würde? Ich habe Beats für Dr. Dre gemacht, würde ich sagen, Bruder. So, ich würde auch sagen, der hat mir so und so eine Bühne gebietet und sonst was. Also, ich würde mir auch eine krasse Story überlegen. Auf den, das meine ich. Ja, ich check. Macht, was er erzählt, so ein korrekter Typ. Kann aber auch einfach sein, dass wir den Diehard Pietro-Fan vor uns stehen haben. Der singt gerade alle das, was Pietro damals bei DSDS gesungen hat. Das kann auch sein. Weil es hört sich schon in diese Richtung an. Ja, das war jetzt mein eigener Hit. Also es war mein eigenes Ding. Mein eigener Hit. Ja, Bruder, think big, you know? Also alles klar, Mann. Aber im Endeffekt, das alles, was ich jetzt hier gemacht habe, das habe ich für mich gemacht. Aber der ist cool, ich schwöre, der ist cool. Ja, okay, Bro. Mach doch irgendwas, weiß ich, man. Kauter? Dürfen Kauter nochmal fragen?
Gerne. Wie hieß dein letztes Sample-Pack? Mein letztes Sample-Pack hieß? Ja. Oriental Princess. Ich mache zwar auch viel so Pop-Sachen, aber meine Stimme ist sehr orientalisch. Mhm. Ich habe auch eigene Songs, da werdet ihr das selber auch hören, wenn ihr mal reinhören würdet. Das höre ich auch immer, wenn ich in irgendeiner Studio-Session bin, dass ich halt irgendwie durch dieses... Also man sagt, orientalische Samples sind meistens so Halbtöne. Das bedeutet, ja. Du machst nicht... Keine Ahnung. Sondern du machst... Also weißt du, dieses... Und deswegen... Scheiße, die ist es. Hier merkt man halt einfach, da ist mehr Substanz hinter bei dem, was sie sagt. Sie hat viel mehr Erfahrung und so, weißt du? Deswegen, Bruder, das muss die sein, Walla. Ja, ja, wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Ich lass mich hier auch nicht mehr umstimmen, Walla, das war's. Ich sag sie. Aber ich hab's euch die ganze Zeit von Anfang an gesagt, dass sie es ist. Aber so deine Vocal Samples, wenn du die aufnimmst, auf wie viel BPM meistens so? Auf 100. Die ist es. Ja. Weil 100 BPM ist die einfachste Richtung, glaube ich, einfach straight zu singen oder zu rappen. So. Also einfachste Tempo. Aha. Ich glaube, die ist es auf jeden Fall mit dem Geld verdienen. Aber was sagt ihr? Ich will das jetzt nicht alleine hier entscheiden. Ne? Ich gehe mit Kauter safe mit, ja. Und was verdient man so ungefähr? 4-, 5-stellig, 6-stellig? Ich verdiene tatsächlich, lustigerweise, durch die Hooks und Parts, also durch Fiverr, viel mehr als durchs Bleis. Also man würde jetzt zwar denken, okay, weil viele Leute das einkaufen, aber bei Fiverr, ich meine, ihr müsst überlegen, wenn ich ein 400-Euro-Gesamtpaket verkaufe und ich verkaufe davon 4 Stück im Monat, das ist jetzt nur Augenzahlen, es gibt auch Monate, da verkaufe ich 2 Stück davon, aber dann kann man sich so zusammenrechnen, dass ich würde jetzt mal, Pi mal Daumen, 7 Monate kann ich nur zusammenfassen, ich kann nicht mehr als das zusammenfassen. Walla, sie ist das, Bruder, sie verdient richtig gutes Geld, Macherin, Walla, fleißig, stark. 7 Monate zusammenfassen, Durchschnitt, mäßig, 2,5. Mäßig. Wie ist das, Bro? Das ist auch, ich komme aus Bonn. Realistisch. Ja, die ist das. Ich sag auch, dass sie ist. Let's go. Sind wir uns einig, Jungs? Ja. Ja. Okay, dann haben wir sie. Wir haben die Sänger gefunden. Ja. Hoffentlich. Spaß. Ja, wir wissen noch nichts. Wir wissen noch Auflösung. Ne? Das heißt, wir denken, dass du die Wahrheit sagst. Und du, Bro, bist es leider raus. Hast richtig stark gemacht. Wir glauben auch, dass du safe sowas in die Richtung machst. Aber du lebst noch nicht davon. War das sympathisch, ja, der Bruder. Unnormal. Mach mich hier nicht schwach. Okay, das heißt, wir machen jetzt die Auflösung und die richtige Person wird dann gleich nach vorne treten. Oder lass es doch mal so machen, dass die richtige Person einfach anfängt zu singen. Das wäre doch stark, oder? Alright, machen wir so. Und die andere geht nach vorne. Ah nein, doch nicht. Haltet an! Nein! Das Plot-Twist! Hab ich gerade noch zu dir gesagt? Bro. Scheiße. Nein, Bro. Wir haben versagt. Scheiße. Wir haben versagt, Jungs. Herzlichen Glückwunsch. Ist schlecht. Ey, Walla, in den ersten Moment, ne, ich hatte sie als Favoriten und die andere. Und sie sah auch aus wie ein Star. Aber Bruder, sie hat's richtig gut gemacht. Sie hat alle gedribbelt. Walla, sie hat alle gedribbelt. Und du hast dich wieder reinlegen lassen. Boah, ich hab dir vertraut, Alter. Aber war eine geile Folge. Walla, war sehr, sehr unterhaltsam. Boah, Walla, Kauter, ich hab... Du weißt, Kauta, Habibi, wir haben auf dich gesetzt. Egal. Walla, wir haben auf dich gesetzt. So. Egal. Hat extrem viel Spaß gemacht, darauf die zu Folge reagieren, war krank, Freunde. Alter. Ja, Walla, war eine sehr, sehr lustige Folge, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Und auch die Jury sehr, sehr sympathisch, muss 100%. Man sagen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wer von euch wusste es, Freunde. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ja. Ohne Dribbeln. Und wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Auf rein. Ciao, ciao.